was man im Sommer so alles erkennen kann, wenn man denn mal auf der Hut ist. Ja, gerade im Sommer, da bewegt sich ja vieles, sehr, sehr viel Interessantes. Gerade auch mal so am Abend, in der einbrechenden Nacht. Und da geht man mal auf Beobachtung. Da lauert man noch mal ganz genau. Und ja, Sie können Ihren Augen trauen. Das ist ein Nachtsichtgerät, das wir Ihnen heute hier vorstellen, zu einem sensationellen Preis, aber auch mit sensationeller Technik, Ralf. Ja, richtig. Also erstmal kann man auch tagsüber beobachten. Das ist ein ganz normales Fernglas, in dem ich es einfach einschalte und dann den UV-Filter drauf mache. Dann kann ich ein Nachtsichtgerät auch hier als Fernglas benutzen. Und je dunkler es wird, desto mehr schalte ich die Eigenschaft des Nachtsichtgerätes ein. Das mache ich, indem ich die Infrarot-Leuchtstärke vergrößere. Aber schauen wir uns das erstmal an. Hier, wir sehen genau 6 Tasten. Das ist unglaublich einfach zu bedienen. Und wenn ich hier jetzt den Einschalter drücke, ich zeige Ihnen aber jetzt hier, schauen Sie rein. Und man sieht sogar so, wenn man jetzt da ist, da wird man nämlich, sehen Sie, willkommen geheißen. Und sofort ist das Bild da. Jetzt natürlich hier auf nächste Nähe meiner Hand. Aber das, was Sie sehen, kann 700 Meter entfernt sein, weil wir haben hier eine unglaublich weite Sichtweite. So, und jetzt gehen wir aber nach vorne und dann sehen wir einmal natürlich da, wo ich durchschaue, aber wichtig ist jetzt auch, dass Sie hier drauf achten. Und schön ist, man kann das übrigens auch als Brillenträger einwandfrei benutzen. Jetzt haben wir hier einen Taster, der heißt Infrarot. Und je dunkler es wird, desto mehr schalte ich die Infrarotlampe dazu. Und dann sieht man das auch hier, Infrarotlicht. Und jetzt sehen Sie es hier. Ja, ich muss schauen, dass es nicht spiegelt. Ich glaube, jetzt sehen wir es ganz deutlich da. Fürs menschliche Auge fast nicht sichtbar. Hier sehen wir es. Aber jetzt können wir eben auch bei Nacht gestochen scharfe Bilder uns anschauen. Jetzt legen wir es einfach hin. Natürlich Scharfstellung ebenfalls vorne am Objektiv. Und jetzt machen wir das mal hier bei uns im Studio. Und plötzlich ist alles so nah. Hier ist es jetzt natürlich noch recht hell. Das heißt, ich benutze es jetzt als Fernglas. Aber wenn es dann dunkel wird, dann schalte ich den Infrarot-Nachtsicht an und dann habe ich beste Sicht auf 700 Meter weiter. Übrigens dreifach Vergrößerung plus zweifach Digitalzoom. Und jetzt muss ich das Gesehene nicht mehr alles merken und sagen, oh, das sind Eindrücke, die vergesse ich mein Leben nicht, sondern jetzt sehe ich Eindrücke, die ich wirklich mein ganzes Leben wieder verfolgen kann. Denn wir haben hier eine Option, Fotos oder auch Videos zu machen auf Knopfdruck. Dazu wird einfach eine Micro-SD-Karte eingelegt. Da ist vorne ein wasserdichtes Fach, da kommt die rein und schon habe ich das Speichermedium, wenn ich etwas aufzeichnen will. Wir haben vorhin eingangs der Sendung dieses Reh im Hellen gesehen, aber wir wissen ja, auch Rehe und das Rotwild ist nachtaktiv, auch Füchse oder ähnliches. Und wenn man solche Tiere wirklich mal intensiv beobachten will, vielleicht sogar gemeinsam mit den Kindern oder den Enkeln, dann geht man mal auf die Pirsch und zwar um Mitternacht in den Schulferien, kann man das ruhig mal machen. Und dann schaut man an bekannte Futterstellen, stellt sich ein Stück abseits und wartet, bis dann die Tierchen kommen. Ob das Wildschweine, Rehe, Waschbären oder natürlich Füchse sind. Wen hast du jetzt gesehen? Eine nackte Frau. Was du jetzt wieder alles beobachtest. Was ich schön finde, ist, dass es wirklich ganz entspannt ist, um reinzuschauen. Und ich sehe wirklich alles, nur keine nackte Frau, aber ich sehe auch ein Hecht. Ach, das war der Kameramann. Ach Mensch, ach, das war der Kameramann, den ich gesehen habe. Aber es ist so schön, dass man hiermit jetzt wirklich mal als Naturliebhaber rausgehen kann und die Natur auch bei Nacht mal erleben. Sie wissen ja mit Sicherheit, unsere meisten heimischen Tiere sind ja wahrscheinlich aus gutem Grund nachtaktiv, ja, und sind nachts unterwegs und die zu beobachten tagsüber ist ein Riesenzufall. Das Einzige, wo man solche Tiere eigentlich mal sieht, ist dann, wenn man sie nicht sehen will, nämlich auf der Straße als Autofahrer, wenn man nachts unterwegs ist. Aber mal richtig, zum Beispiel an ihrer Futterstelle, und da gibt es ja genügend in jedem Wald, sich da auf die Lauer legen. Natürlich in gewissen Abstand, damit die Tiere nicht durch Geräusche erschreckt werden. Und dann kannst du mal wirklich einmalige Aufnahmen machen. Jetzt kennen wir alle Nachtsichtgeräte aus Militärfilmen. Hast du sicher auch schon mal gesehen, dass die Special Force geht mit Nachtsichtgeräten irgendwo rein und irgendjemand macht ein Licht an, ja, und dann sind die alle geblendet. Ja. Also das gibt es wirklich nur im Film, das ist hier nicht so, weil die sind ja auch für tagsüber geeignet. Okay. Tagsüber Fernglas, aber dann durch die zuschaltbare Infrarot-Nachtsicht wird es
alles zum Nachtsichtgerät. Und das ist wirklich das, wenn du naturverbunden bist, wenn du die Natur liebst, dann solltest du dir auch mal so ein Nachtsichtgerät holen. Und ich habe es mal mit heimgenommen. Du weißt ja, ich habe einen sehr, sehr großen Garten. Mhm. Und da ist man mal überrascht. Also mein Garten ist wirklich groß. Kann ich dafür, aber das ist fast ein Park. Und hinten dran ist gleich noch ein Wald. Und da ist man auch mal überrascht, was da nachts in Dunkelheit los ist. Ja, also da ist man auch mal, da denkt man, heimischer Garten, da weiß man doch, was los ist. Nee. Also, was war denn da los? Ja, nur, und bei mir sind Füchse unterwegs, Dachs habe ich schon gesehen und Feuersalamander. Oh. Die habe ich schon Jahre nicht mehr gesehen. Feuersalamander sind das da nachts unterwegs. Das muss man sich mal vorstellen. Weißt du, kennst du Feuersalamander? Nein, Ralf, ich kenne keine Feuersalamander. Ja. Wissen Sie, warum man mich das fragt? Weil ich eben das Nachtsichtgerät falsch rumgehalten habe und mich gewundert habe, warum ich nicht sehe. Da lacht er. 142,45 € ist übrigens Ihr Spitzenpreis. Die UVP liegt bei knapp 300 €. Ist natürlich auch 300 € normaler Preis. Sie kriegen das komplette Set hier auch schön mit der Hülle und Co. Und ich habe noch einen Geheimtipp für Sie. Jetzt nicht nur, gespannt, dass Sie nachts mal auf Nachtwanderungen gehen und ganz, ganz tolle Dinge sehen, sondern dass Sie Ihren Warenkorb hier noch vervollständigen, denn ab 150 € gibt es Porto- und versandkostenfreie Lieferung. Das bleibt aber unter uns. Aber jetzt dachte ich eigentlich, du willst auf was anderes raus. Also noch eine tolle Anwendung ist einfach mal die Straße überwachen. Also viele haben Probleme mit Randalierern, das gibt es immer mehr. Mhm. Und es gibt auch viele Straßen, da wird aus Energiespargründen einfach mal um 10 oder um 12 die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet und dann bei kompletter Dunkelheit irgendwas zu sehen, ist schwierig. Hier sehe ich es und kann auch, und das ist auch nochmal wichtig, gleichzeitig Fotos und auch Videos drehen von dem Gesehenen. Und was beobachtest du jetzt schon wieder? Ich gucke, ob die Nachbarin richtig geparkt hat. Schon wieder steht die außerhalb der Parklücke. Meine Güte, ist das denn normal? Ja, dazu will ich jetzt nichts sagen. Ich will nur sagen, es ist ein tolles Gerät. Es macht richtig Spaß. Weißt du, wenn ich jetzt was sagen würde zu Frauen und einparken, dann wäre ich wieder Macho. Deshalb lasse ich das. Ich erspare mir das, aber ich wünsche den Männern viel Spaß mit diesem Gerät. Obwohl, das ist ja auch für, wir haben es gerade auch in dem Zuspieler gesehen, auch für Damen mit Sicherheit interessant. Und wenn du hier mal mit den Enkeln in den Wald gehst und denen hier die Natur auch bei Dunkelheit mal näher bringen kannst, man muss das erleben, wirklich. Man sieht mit dem Auge nichts außer eine schwarze Wand und dann nimmt man das und schaltet dann auf Stufe 7, also Infrarot ist in 7 Stufen zuschaltbar und plötzlich wird es fast wie der Tag hell und das macht einfach Spaß. Übrigens für Brillenträger überhaupt kein Problem, Sie sehen das, ich benutze es auch gerne mit Brille. Oh, wow, und jetzt wird, hoppla, auch mich, ich bin ab und zu mal zu erschrecken. Ja, also Sie sehen, das hier ist das perfekte Nachtsichtgerät. Jetzt habe ich gesagt, eine Micro-SD-Karte kommt hier noch rein. Die ist hier vorne übrigens wassergeschützt hinterlegt, aber die sollten Sie natürlich gleich noch dazu bestellen. Hier haben wir eine Class 10, also auch in der richtigen Schreib- und Lesegeschwindigkeit genau geeignet. 32 GB, also nochmal die richtige Größe und der Preis, der ist wirklich phänomenal. Das Nachtsichtgerät, das gab es mit der Bestellnummer NX4560 und der 569 und die Speicherkarte mit der ZX2274 und der 569. Und als hätten wir da mit dem Spitzenbleistift gerechnet, ergibt natürlich der TV-Sonderpreis, gepaart mit 9,45 € Spitzenpreis für die Mikrospeicherkarte hier, 150 € Bestellwert. Und wenn Sie das kombinieren, dann kommt alles Porto- und versandkostenfrei zu Ihnen. Und dann bin ich aber mal gespannt, was Sie denn da so alles sehen. Oh ja, schicken Sie uns ruhig auch mal ein paar Videos, wenn Sie, oder Bilder, die Sie nachts machen, mit Ihrem Nachtsichtgerät an redaktion@pearl.tv. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Aber bitte auch nur das, was man zeigen kann. Ne? Also hier dann gerne auch eine E-Mail schicken. Wir freuen uns wirklich da auch auf Ihre hervorragenden Bilder und auch Videos. Und dann können Sie auf die Mauer, auf die Lauer gehen. Und ob Sie da immer alles sehen, was Sie sehen möchten, das werden Sie in Zukunft natürlich herausfinden. Gerade mit Kindern ist es wirklich ein absoluter Genuss. Also greifen Sie zum Hörer, rufen Sie an und dann machen Sie den Tag zur Nacht mit Ihrem neuen Nachtsichtgerät. Die Nacht zum Tag, oder? Die Nacht zum Tag. Nicht oder den Tag zur Nacht. Zur Nacht. Was ist denn heute los? Hauptsache, wir haben Spaß. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem neuen Nachtsichtgerät und der passenden Speicherkarte.